Buch Melachim Aleph, Kapitel 8. Wir haben schon in den letzten Shiurim, zwei letzten Shiurim, haben wir gesehen, wie Shlomo HaMelech, er hat schon den Bet HaMikdash aufgebaut, sieben Jahre und sieben Monate. Er hat seine eigenen Häuser auch gebaut, Ulam HaKiseh, Ulam HaMishpat, Bet Yara Levanon, all das haben wir auch gelernt, wie er 13 Jahre dafür gebraucht hat, für seine eigenen Sachen. In diesem Kapitel werden wir lernen, nachdem wir schon endlich Bet HaMikdash haben, nachdem wir schon alles vollständig haben, kommt Shlomo HaMelech, was fällt jetzt in Bet HaMikdash, in dieses Haus? Natürlich die heiligste Sache, was es gibt. Und zwar, das ist die Bundeslade. In diesem Kapitel werden wir lernen, wie Shlomo HaMelech, er bringt rein die Bundeslade. Und auch das Gebet von ihm. Ja, da werden wir lernen, zuerst, was ist die Wichtigkeit von Jerusalem, von Bet HaMikdash, werden wir lernen in diesem Kapitel. Ich werde am Ende des Kapitels noch etwas sagen. Und zwar, was hat Bet HaMikdash, was hat dieses Kapitel mit David und Batsheva, mit der Sünde von David und Batsheva, was hat es damit zu tun? Bezrat Hashem werden wir noch dazu kommen, am Ende des Shiur Bli Neder, Bezrat Hashem. Sagt uns das Buch. Az Yakel Shelomo et Zikne Israel et Kol Rashei Hamatot Nesei Avot Livnei Israel El HaMelech Shelomo Yerushalayim Lehaalot et Aron Berit Adonai Meir David Hitzion. Kommt jetzt Shlomo HaMelech, nachdem wir schon alles fertig gebaut haben, nimmt Shlomo HaMelech, er ruft alle Ältesten, alle wichtigen Personen von Volk Israel, von alle 12 Stämmen und sagt zu denen, kommt jetzt nach Jerusalem. Warum? Weil ich möchte jetzt die Bundeslade von Ir David, das ist Zion, von Ir David, dort war die Bundeslade, ich hole es von dort und ich bringe es zur Bet HaMikdash in Kodesh HaKodashim. Wie wir schon gelernt haben im Buch Shmuel Bet, bis jetzt war die Bundeslade nicht in Bet HaMikdash, weil es war noch kein Bet HaMikdash. Die Bundeslade war bis jetzt in Bet Oved Edom HaGiti. Bet Oved Edom HaGiti, das ist diese Person, das war bei ihm diese Zeit. ויקהלו אל המלך שלמה כל איש ישראל בירח האיתנים בחג, הוא החודש השביעי. Alle kommen zu ihm, natürlich, das kommt, wir brauchen Zeit dafür. Und am Monat, erste Monat von nicht von den Königen und nicht von Lauda Torah, sondern erste Monat, was wir heute kennen, das ist Yerach HaEtanim, das ist Monat Tishrei. Im siebten Monat. Warum heißt es siebte Monat? Weil erste Monat, das ist Nisan, zweite, das ist Iyar, Sivan, Tammuz, Avelul, Tishrei, das ist der siebte Monat. Warum heißt es hier Yerach HaEtanim? Yerach, das ist der Monat, Monat Eitanim. Zwei Erklärungen im Talmud. Erste Erklärung sagt uns, weil Eitanim, weil die stärksten und höchsten Feiertage gibt es an diesem Monat. Tishrei, was gibt es dort? Rosh Hashanah. Rosh Hashanah erste Tag, Rosh Hashanah zweite Tag. Sowohl hier als auch in Israel. Danach haben wir Aseret Yemei Teshuva, Yom Kippur haben wir, Sukkot, die sieben Tage von Sukkot. Danach haben wir Shmini Atzeret, Shmini Atzeret, danach Yom Tov Sheni Shel Galuyot. Wir haben so viele Feiertage an dem Monat, und noch die höchsten Feiertage von uns, deswegen heißt es auch Yerach HaEtanim, der Monat der Stärke. Noch eine andere Erklärung, und zwar das ist im Talmud Rosh Hashanah, laut einer Meinung sind Avraham, Yitzchak und Jakob an dem Monat geboren, am Monat Tishrei. Es gibt eine Meinung zwischen, wann sie genau geboren wurden, das ist aber die andere Erklärung, die sagt, am Monat Tishrei sind sie geboren. Und die waren die stärksten von Am Israel, die Vorväter von uns. Und deswegen heißt es Yerach HaEtanim. Das ist der siebte Monat. Vayavohu kol zikne Israel, vayis'u ha-kohanim et ha-aron. Kommt schon alle Ältesten von Am Israel. Und nicht nur die Ältesten, natürlich auch Shlomo HaMelech hat eingeladen die Ältesten. Aber nicht nur die Ältesten sind gekommen. Natürlich, das ganze Volk Israel kommt jetzt, weil das ist die Einweihung, ja, die Chanukat HaMikdash. Und wer hat es getragen, die Bundeslade? Das haben die Kohanim getragen. Die Kohanim und nicht die Levim. Warum? Ich hätte geschrieben, Talmud Sota, auf der Seite 33. Dass drei Orte, in drei Situationen haben die Kohanim die Bundeslade getragen. Das ist schon das dritte Mal. In unserer Serie von Tanach ist schon das dritte Mal. Erste Mal war, als wir im Buch Joshua das Jordanfluss überquert haben. Wer hat das getragen? Die Kohanim, haben wir gelernt. Zweite Sache war, als wir die rundherum Kefim gemacht haben, ja, also dass wir Jericho, die Stadt Jericho, siebenmal und jeden Tag einmal so umkreist haben.
Und am siebten Tag siebenmal, wir haben das mit der Bundeslade gemacht. Wer hat das gemacht? Wer hat es getragen? Die Kohanim haben das getragen. Und hier ist das letzte Mal. Letzte Mal, wo die Kohanim, das dritte Mal, wo die Kohanim und nicht Levim die Bundeslade getragen haben, das war hier, als wir die Bundeslade Richtung in Kodesh HaKodeshim gelegt haben. Noch eine Erklärung, warum es genau die Kohanim waren. Weil, wohin bringen sie das? In Kodesh HaKodeshim. Wer darf überhaupt in Kodesh HaKodeshim reingehen? Nur der Kohen Gadol. Der Kohen Gadol einmal im Jahr, ja, im Yom Kippur. Und deswegen, es kann kein Levi reingehen dorthin. Und wenn es so ist, dann sage ich, warum der Kohen Gadol nicht die Bundeslade? Geht nicht, weil die Tora sagt uns, wir brauchen vier Personen, die es tragen. Also es geht nicht, dass es nur ein Kohen trägt. Ist auch schwer, ja. Obwohl Aaron Noset Nosav, aber trotzdem, die Tora sagte, vier Menschen müssen es tragen. Deswegen, der Kohen Gadol kann es nicht alleine tragen. Er hat auch die Ältesten zu sich eingeladen. Warum? Weil die waren auch die Sanhedrin, jüdischer Gerichtshof. Und er wollte mit denen, er wollte, so sagt uns der Talmud, diese Ort auch heiligen. Es reicht nicht nur, dass ich ein Haus baue für HaKadosh Baruch Hu. Nur Steine und Holz und Gold und schöne Sachen dort mache. Und dort schreibe ich einen Titel darauf, Haus Gottes. Geht es nicht, ja? Ich muss es heiligen auch. Wie heilige ich das? Ich brauche zuerst auch die Shofarot, natürlich Blasen in Shofarot, aber auch Sanhedrin brauche ich dort. Und deswegen hat auch Shlomo HaMelech die Sanhedrin genommen. ויעלו את ארון אדוני ואת אוהל מועד ואת כל כלי הקודש אשר באוהל ויעלו אותם הכהנים והלווים. Jetzt, die haben genommen die Bundeslade. Und Oel Moed, auch den Zelt, heiligen Zelt, was Moshe Rabbeinu in der Wüste gebaut hat, Mishkan, ja, was er gebaut hat, das haben sie, das war ein mobiles Tempel. Man hat es in kleine Stücke gemacht, ja, alle Hölzer und alle Sachen von dort hat man Bretter und alles hat man klein gemacht und es auch wo gelegt. Es war noch bis zur Zeit von Shlomo HaMelech. Man hat es genommen, die Levim haben das genommen und in Beit HaMikdash gelegt. Jetzt, wo genau? Die haben es gelegt über Kodesh HaKodashim. Ich habe geschrieben, Masechet Midot, dass, wie war genau Kodesh HaKodashim? Es gab den Ort Kodesh HaKodashim, aber auch oben, über diesem Dach von Kodesh HaKodashim, es gab noch einen Raum oben. Über Kodesh HaKodashim. Noch ein Dach, und also über den Dach, das war eigentlich der Dach von Kodesh HaKodashim, war ein Boden für einen anderen Raum, was oben war. Und oben hat man gelegt, das war ein Ort für Oel Moed. Ja, diese heilige Zelt, also Mishkan, was Moshe Rabbeinu gebaut hat, man hat es dort gelegt. Über Kodesh HaKodashim. Also wir sehen, das hat noch immer existiert. Deswegen sagt uns auch der Zohar Kadosh, wenn der Mashiach kommt, wir werden noch immer haben den Oel Moed von uns, also von Moshe Rabbeinu. Nicht nur Beit HaMikdash, sondern auch Oel Moed. Oel Moed wird auf der Seite sein, aber auf der Seite von Beit HaMikdash auch sein. Bezat Hashem, wenn der Mashiach kommt. והמלך שלמה וכל עדת ישראל הנועדים עליו איתו לפני הארון מזבחים צאן ובקר, אשר לא יספרו ולא ימנו מרוב. Shlomo HaMelech, natürlich die Gegenstände, also zum Beispiel Menorah und anderen Sachen von Beit HaMikdash, von Oel Moed, man hat es auch genommen zur Mishkan, ja, zu Beit HaMikdash, Slicha, ja. Aber das war der Oel Moed selbst. Holzbretter und all die Parochot, ja, diese Sachen hat man gelegt über Beit HaMikdash, also über Kodesh HaKodashim. Und Shlomo HaMelech und das ganze Volk Israel kommen jetzt, nehmen den Aaron HaBrit Richtung Beit HaMikdash und sie schlachten dort Opfergaben. Sie geben dort viele Opfergaben für Ana Kadosh Baruch Hu. Bis man es noch nicht gezählt hat. Man konnte es nicht mehr aufzählen, diese Summe. Wir werden noch lernen, wie viel war die Summe. ויביאו הכהנים את ארון ברית אדוני מקומו אל דביר הבית אל קודש הקודשים. Die Kohanim bringen das schon und legen es in Kodesh HaKodashim rein. אל תחת כנפי הקירובים. Wo war das genau? Wir haben gelernt, in den letzten Kapitel, dass Shlomo HaMelech hat gebaut Kruvim, große solche Statuen von Engel, ja, in Kodesh HaKodashim. Das waren fünfmal jede Flügel, ja, fünfmal und auch der andere, fünfmal, insgesamt 20 Amot, das war genau die Fläche von Kodesh HaKodashim, die Breite und Länge. Jetzt,
Wir haben da die Engel, ja? Und zwischen dem einen Flügel von dem einen und dem anderen Flügel von dem anderen, genau da unten hat man gelegt die Bundeslade. Also die Bundeslade war genau unter die zwei Flügel von den beiden. Kerovim poresim kenafaim el mekom ha'aron. Vayasoku kerovim al ha'aron ve'al badav milemala. Ja, was wir ja schon gesagt haben, dass die Kerovim, sie haben gelegt ihre Flügel waren über die Aaron, über den Aaron. Sagt uns der Malbim da, was bedeutet Vayasoku kerovim? Erklärt uns der Malbim, dass zur Zeit, wo man die Bundeslade dort gebracht hat, plötzlich die Flügel aus Gold, ja, also man hat es Zepui gemacht, aus Metall, ja, plötzlich beginnen sie so sich zu bewegen, diese Flügel von denen. Das konnte sich bewegen, weil man hat es so gelegt, dass man es entweder so runtergeben kann und auch, dass man es so legen kann, ja. Aber man hat es so schon gelegt. Aber als man die Bundeslade dort reingebracht hat, plötzlich sie beginnen so damit zu, mit ihren Flügeln so zu spielen sozusagen. ויאריכו הבדים ויראו ראשי הבדים מן הקודש על פני הדביר ולא יראו החוצה ויהיו שם עד היום הזה. Die Badim, Badim, das sind die Stöcke von Aaron HaBrit, ja, damit ich es trage. Die waren noch länger als Kodesh HaKodashim selbst. Und deswegen, ich hatte eine Trennwand, also eine Wand, aber auch unter dieser Wand gab es auch einen Vorhang. Dvir, was wir genannt haben. Und ich sehe plötzlich diese Stangen, diese zwei Stangen von Matot, von die Bundeslade, sie gehen ein bisschen raus. Und somit, wenn ich von außen bin, im Kodesh bin, im Mechal bin, ich sehe diese Vorhang mit ein bisschen so Krümmung, ja, also wie heißt es auf Deutsch? Krümmung, oder? Ihr habt schon verstanden, ja, dass es ein bisschen rausgeht. Hervorragend. Ja? Hervorragend. Okay, das ist ein bisschen hervorgeragt hat. Hervorragt. Ein Baron und noch etwas am Ende der Pasuk, weil Yusham Adayom, also das war bis heute. Die Motot und die Bundeslade war bis heute. Wie bis heute? Heute existiert nicht Bet HaMikdash überhaupt. Sondern sagt uns Rashi hier, dass Adayom, also das ist nicht von heute natürlich, sondern das ist bis Yoshiyahu HaMelech. Yoshiyahu HaMelech, er hat die Bundeslade versteckt. Ja, das ist nicht Rashi, das ist Metzudat David. Metzudat David sagt, bis zur Zeit von Yoshiyahu, König von Juda, und danach hat es versteckt unter die Tunnel, unter Bet HaMikdash. En ba'aron rak shenei luchot avanim, asher hiniach sham Moshe b'Horev, asher karat Adonai b'nei Yisrael b'etzeta meretz Mitzrayim. Schauen wir jetzt, wie wichtig ist es, danach mit Talmud und mit Rashim zu lernen. Es gibt nicht in der Bundeslade nur die zwei Luchot HaAvanim, die zwei Tafeln, ja, von Moshe Rabbeinu, was Moshe Rabbeinu mit den zehn Geboten dort waren. Also, laut dem Tanach, was war drinnen? Die zwei Luchot HaBrit, stimmt? Also die Luchot HaBrit waren dort, die zwei Tafeln. Aber das stimmt nicht. Der Talmud sagt uns, es gibt ein Mi'ut, achar Mi'ut, el ale Rabot. Es gibt kein Mi'ut. Wenn ich etwas so verringere, nach verringere, also noch verringere und noch etwas verringere, das ist, um etwas mehr hinzuzufügen. Was bedeutet das? Schauen wir laut diese Pasuk. Wenn ich sage, es gibt nicht in den Aaron nur die zwei Luchot Avanim. Also das ist nicht nur die Luchot Avanim. Deswegen sagt uns der Talmud, es war dort die Luchot Avanim, die zwei Tafeln, aber auch die zwei vorigen Tafeln, was Moshe Rabbeinu zerstört hat, und noch dazu noch ein Sefer Torah, was Moshe Rabbeinu selber geschrieben hat. Weil am letzten Tag von Moshe Rabbeinu, als er verstorben war, er hat 13 Sifre Torot geschrieben. Wie geht es? Ein Wunder. Ja, er hat 13 Sifre Torot geschrieben. Normalerweise ein Sefer Torah dauert mindestens ein Jahr, wenn man es normal schreibt. Ein Jahr, eineinhalb Jahre, wenn man es normal schreibt. Er hat 13 Sifre Torot auf einem Tag. In einem Tag hat er es geschrieben. Warum 13? Jeder Stamm hat eine Sefer Torah bekommen und der 13. war für, falls etwas passiert, Fehler oder solche Sachen, kann man immer checken mit dem Sefer Torah von Moshe Rabbeinu. Wenn ich sage, warte, es fällt ein Aleph, woher weiß ich, ob es da Aleph fällt, ja oder nein? Vielleicht habe ich da einen Fehler. Ich sehe von Moshe Rabbeinu Sefer Torah.
Und das ist eigentlich, was in der Bundeslade war. Nicht nur die Luchot HaAvanim. Das ist wie in der Mathematik. Ja? Minus und Minus ergibt Plus zum Beispiel. Stimmt? Genau dasselbe auch hier, Leavdil. Ja? Genau dasselbe auch hier. Es gab nicht in der Bundeslade nur den Luchot HaAvanim. Das bedeutet, noch etwas gab es dort. Nicht nur die Luchot HaAvanim. Der Malbim erklärt es sehr schön. Es ist schwer, auf eine andere Sprache zu erklären. Warum? Weil, wenn wir es übersetzen, allein durch die Übersetzung fällt es schon schwer, also weil es nicht so wortwörtlich übersetzen kann. Es gibt grammatikalische Sachen, Grammatik, du kannst nicht jetzt Grammatik übersetzen. Zum Beispiel die vier Fälle, was wir haben in Deutsch. Auf Hebräisch gibt es sowas überhaupt nicht. Artikel. Es gibt nur her, der und aus. Du kannst nicht diese grammatikalische Grammatik erklären auf andere Sprache. Warum? Das ist für diese spezifische Sprache oder ähnliche Sprachen. Genau dasselbe auch mit der heiligen Sprache. Deswegen ist es so wichtig, dass man lernt den Tanach mit der heiligen Sprache. Aber wie ich weiß nicht die heilige Sprache, musst du lernen die heilige Sprache erstens, zweitens auch. Aber woher weißt du, dass du es wirklich verstehst? Du musst auch lernen mit unseren Erklärungen, mit Talmud und auch mit Rashim. Weiter. Vayhi Bezet HaKohanim min HaKodesh. Ve'he'anan malet Bet Adonai. Ich habe vergessen, wegen dieser Einleitung, was ich jetzt erkläre und was ich gegeben habe, ich habe vergessen zu sagen, was der Malbim gesagt hat. Der Malbim sagt, wie sollte man hier schreiben? Wir kennen schon die Sprache von der Tanach. Das ist nur die Erklärung, warum es so ist. Der Malbim sagt es, die Sprache von Tanach ist so, En Ba'aron, wie sollte das schreiben? Ki Shnei Luchot HaAvanim. Ja, also es gibt nicht das, Aber warum ist es geschrieben? En Ba'aron, es gibt nicht in der Bundeslade, nur Rak. Wir kennen das nicht im Tanach. Dass man zweimal so verringert Sachen. Wenn ich zweimal verringere, wir haben eine Grundregel, das ist schon etwas hinzuzufügen. Aber woher, dann kann jeder sagen, egal was er will, ja. Jeder kann sagen jetzt, ich weiß nicht was, ja, es gab dort auch ein Glas oder Blatt Papier gab es vielleicht dort. Deswegen, wir brauchen auch unsere Tradition. Tradition vom Rabbiner, vom Rabbiner, vom Rabbiner, von Rabbiner bis zu Moshe Rabbeinu. Das haben die anderen Religionen nicht und deswegen, das können sie nicht verstehen. Das können sie nicht verstehen, dass durch unsere Tradition, das ist überhaupt unsere mündliche Tora. Manchmal verstehen sie, aber das ist gegen ihre Religion. Wenn sie an unsere mündliche Tora glauben, das ist schon ein Minus für sie. Und deswegen müssen sie damit kämpfen, ja, gegen unsere mündliche Tora. Vayi Bezet HaKohanim min HaKodesh, als die Kohanim weggegangen sind aus dem Kodesh HaKodashim, Ve'he'anan malet Bet Adonai, plötzlich kommt eine Wolke, ein Rauch, ja, sagt uns der Metzudot, da kommt ein Rauch von HaKadosh Baruch Hu, natürlich, das ist nur ein Symbol, um zu zeigen, ich bin da. Ve'lo yachelu HaKohanim la'amod lesharet, mipenei anan, ki malei chevod Adonai Bet Adonai. Die Kohanim mussten schon weggehen. Warum? Weil sie konnten nicht dort Opfergaben oder ich weiß nicht, was andere in Avoda dort machen. Warum? Nur Wolke da. Also, das ist auch ein Zeichen, dass HaKadosh Baruch Hu dort ist. Warum? Ich hätte geschrieben ein Pasuk in der Tora bei Mishkan. Ki be'anan erae ala kaporet. Weil, sagt HaKadosh Baruch Hu zu Moshe Rabbeinu, ich werde auf der Wolke, ja, mit der Wolke, ki be'anan erae, ich werde über den Kaporet, über den Bundeslade, eine Wolke dort legen und das ist ein Symbol, dass ich da bin. Nur ein Symbol natürlich. Nicht, dass wir sagen, ja, Kadosh Baruch Hu, er ist eine Wolke. Chas Shalom, ja, er hat die Wolke erschaffen. Das ist nur ein Symbol, du, ich bin da. Und ich muss auch etwas hinzufügen. Nicht, dass wir denken, dass Kadosh Baruch Hu jetzt im Bet HaMikdash ist und anderswo nicht ist. Das haben wir schon letztens besprochen. Aber wir müssen das verstehen. Was bedeutet, dass HaKadosh Baruch Hu ist in Bet HaMikdash? HaKadosh Baruch Hu ist überall. Ja, HaKadosh Baruch Hu natürlich, er ist überall. Dann warum brauche ich Bet HaMikdash? Weil HaKadosh Baruch Hu hat gesondert, ausgesondert diese Ort. Er sagte, das ist ein heiliger Ort für mich. Diesen Ort. Und deswegen, wenn wir dort, wenn wir wissen, dass es ein heiliger Ort ist, wir haben dort ein Grenzen gelegt. Ja, also zu wissen, okay, das ist der heiligste Ort, was HaKadosh Baruch Hu gesagt hat. Und zwar, wir haben das genannt, Bet HaMikdash. Warum Mikdash? Tempel auf anderen Sprachen. Ja, aber was bedeutet Mikdash? Von Kadosh, von Heiligkeit. Ja, weil es heilig ist. Und natürlich, HaKadosh Baruch Hu ist überall, aber es steht geschrieben im Zohar, dass all unsere Gebete, wenn wir eh noch dazu kommen, all unsere Gebete gehen dadurch. Also gehen dorthin und von dort zu HaKadosh Baruch Hu.
Azamar Shelomo, danach, nachdem Shlomo Amelech gesehen hat, die Wolke, das ist ein Symbol, dass Akadosh Baruch Hu schon seine Schchina, seine Gottespräsenz da gelegt hat. Amar Shelomo, Adonai Amar Lishkon Ba'arafel, Bano Baniti Bet Zevulach, Machon Lishiftecha Olamim. Jetzt weiß ich, dass Akadosh Baruch Hu, er ist schon da. Also, es ist nicht nur, dass ich ein Haus für ihn gebaut habe, aus Holz und Steine und aus. Da habe ich ein Zeichen, dass Akadosh Baruch Hu auch in diesem Ort ist auch. Und danach sagt er, Bano Baniti Bet Zevulach. Was bedeutet Bet Zevulach? Bet Zevulach, das ist, Bet Amigdash habe ich für dich gebaut, für die Ewigkeit. Ewigkeit, warum? Sagen uns da der Talmud, ab dem Zeitpunkt, wo wir den Tempel gebaut haben, darf man nicht mehr eigene Altare, auf eigene Altare Opfer bringen. Schauen wir weiter. Vayasev Amelech et Panav. Jetzt Shlomo Amelech, er beginnt Am Israel zu segnen. Vayivarech et kol keal Israel, vechol keal Israel omed. Er schaut auf Richtung Am Israel und er beginnt sie zu segnen. Und das ganze Volk Israel steht auf. Warum ist es wichtig, dass sie standen? Es wird geschrieben im Masechet Tamid und auch im Masechet Yoma, niemand darf sitzen in der Azara. Azara, das ist der Ort, ja, wo Bet HaMikdash ist. Niemand darf dort sitzen, in der Azara. Es gibt Ezrat Nashim und Azara. Ezrat Nashim darf jeder dort sein, ja, Männer, Frauen, ja, und man darf auch dort sitzen. Aber in der Azara drinnen, wo der Echal gibt und der Misbeach, darf niemand dort sitzen. Außer eine Person. Wer ist diese Person? Was denkt ihr? Kohen Gadol? Nein, der Femot, das ist nicht der Kohen Gadol. Das ist der König von Jehuda, von Stamm Jehuda, der Sohn von König David, der Nachkomme von König David. Sogar der Kohen Gadol, der darf nicht dort sitzen. So sagt unser Talmud. Ja? Also deswegen, Shlomo HaMelech, er ist jetzt vor Am Israel, er schaut zu denen und das ganze Volk ist natürlich, sie standen auf. Sag uns da die Kommentare, dass schau, wie ein großer Wunder da war. Das ganze Volk Israel war in diese Fläche Azara. Das ganze Volk Israel, wie? Aber kleiner Ort, wie, das ganze Volk Israel, wie passen sie dorthin rein? Das war ein Wunder. Vayomer, schauen wir seine Segenssprüche jetzt. Seine Tfila auch. Vayomer Baruch Adonai Elohe Israel, Asher Diber Befive David Avi. Uv Yadom Mile Lemo, gesegnet sie zuerst HaKadosh Baruch Hu. Dass er sagte zu meinem Vater David, er sagte, dass sein Sohn, er wird ein Haus für ihn bauen. Und er hat es auch erledigt. Also er hat es auch erfüllt, diese Sache. Hier, ich habe es schon gebaut. Minayom Asher Hoceti et Ami et Israel Mimitzrayim. לא בחרתי בעיר מכל שבטי ישראל לבנות בית להיות שמי שם. ויבחר בדוד להיות על עמי ישראל. Ich erkläre das schon mit der Erklärung von Radak, denke ich, war das. Der sagt, dass ab dem Zeitpunkt, wo ich Jerusalem, also sagen wir so anders, ich habe es niemandem verraten, dass Jerusalem die heiligste Stadt ist. Niemand wusste, dass Jerusalem die heiligste Stadt ist für HaKadosh Baruch Hu, dass er es auserwählt hat. Vom Auszug aus Ägypten bis jetzt, bis meinem Vater, bis König David. Und ich habe es mein König David gesagt, dass Jerusalem, das ist die auserwählte Stadt. Jetzt, Jerusalem, das war nicht jetzt heilig ab diesem Zeitpunkt, wegen Bet HaMikdash, nein. Wir wissen, es steht geschrieben im Midrash, dass sogar Adam Arishon, wo wurde er erschaffen? Talmud Sanhedrin, ich denke 39. Er wurde erschaffen wo? In Israel. HaKadosh Baruch Hu, er hat genommen Erde von alle vier Ecken von der Welt, Norden, Süden, ja. Er hat genommen von alle vier Himmelsrichtungen und in Jerusalem hat er Adam Arishon erschaffen. Danach, was war noch? Noach, er hat die Korbanot gelegt, wo hat er geopfert? Dort, in Jerusalem, im Ort von Bet HaMikdash, wo war. Später ist es geworden zu Bet HaMikdash. Danach hatten wir Avraham Avinu, er hat auch dort Opfer da gebracht, wo? Er wollte Yitzchak Avinu dort opfern. Avraham Avinu, der Akedat Yitzchak war auf Har Moria, auf diesem Ort. Danach Jakob Avinu hat geträumt einen Traum mit dem Leiter, ja, spirituelle Leiter, was Engel runtergehen, raufgehen. Er hat es dort geträumt, in Bet HaMikdash. Und dort hat er die Matzeva gelegt, Altar, ja, und das ist auch, später auf diesem Ort war auch unser Altar von Bet HaMikdash. Später haben wir auch dort gebaut, wo der vorige Altar von Jakob war. Und in der ganzen Situation, Geschichte von uns sehen wir, Jerusalem war die heiligste Stadt. Ja.
Aber ich habe es niemandem verraten, ab dem Auszug aus Ägypten, ich habe es niemandem verraten, dass Bet HaMikdash wird sein in Jerusalem. Aber König David habe ich es gesagt. Wo? Am Ende von Schmuel Bet, haben wir schon gesagt. Wo er schon gesehen hat, genau wo die Fläche ist. Von dem Ort von Aravna Yevusi. Vayim levav David avi. Livnot bayit l'shem Adonai Elohe Israel. Mein Vater König David, das spricht Shlomo HaMelech, ja, das ist seine Rede jetzt. Seine Tfila. Mein Vater, er wollte unbedingt ein Haus für Hashem bauen. Vayomer Adonai el David avi. Ya anashe, ayayim levavecha livnot bayit l'shmi etivota ki ayayim levavecha. Rak ata lo tivne habayit, ki im bincha yotze mechalatzecha, hu yivne habayit l'shmi. Aber Hashem sagte zu meinem Vater, König David, nein, du kannst nicht. Ich weiß, du willst sehr ein Haus für mich bauen, aber du willst es nicht machen. Dein Sohn, Shlomo HaMelech, er wird es bauen. Aber, Tivota Kiayem Levavecha. Was bedeutet Tivota Kiayem Levavecha? HaKadosh Baruch Hu sagt, ich mache im Himmel, als ob du den Tempel gebaut hast. Und wir wissen, es steht geschrieben, Talmud Masechet Kiddushin, seit 40 Jahren, dort steht es geschrieben, Machshava Tova, HaKadosh Baruch Hu mitzarfa lemaaseh. Wenn ich eine gute Absicht gehabt hatte, ich hatte gute Absicht, um eine Mitzvah zu machen. Ich konnte es nicht mehr machen. HaKadosh Baruch Hu, er schreibt in meinem spirituellen Buch, als ob ich es gemacht habe. Warum? Ich hatte die Absicht, es zu machen. Genau dasselbe auch mit König David. Vayakem Adonai devaro asher diber. Und HaKadosh Baruch Hu sagt Shlomo HaMelech, er hat es auch erfüllt, ja, was er gesagt hat. Vakum tachat David avi. Ich war jetzt statt meinem Vater, nachdem mein Vater verstorben war, Vayeshev al kisei Israel kasher diber Adonai. Und ich bin jetzt der König. Vayevne abayit l'shem Adonai Elohe Israel. Und ich habe auch jetzt den Tempel gebaut, wie Hashem schon sagte. Und ich habe auch jetzt die Bundeslade dort gelegt. Jetzt die Bundeslade von Moshe Rabbeinu natürlich. Jetzt, Shlomo HaMelech, es wird geschrieben, im Buch Divrei Hayamim, es geschrieben noch genauer. Er ging jetzt auf dem Kior, was er gebaut hat, aus Kupfer, und er hat es gelegt in Azara. Ja? Ki asa Shlomo Kior nechoshet, vaitenehu betocha Azara. Danach steht es geschrieben, Buch Divrei Hayamim, vayamod alav, vayivarech al birkav. Jetzt, er steht auf dem Kior aus Kupfer in Azara. Er schaut Richtung dem Hechal, Richtung Kodesh HaKodashim. Er ist aber gebeugt auf seine Knien. Und auf dem Kior, das ist, jeder kann ihn sehen von oben. Und jetzt betet er an HaKadosh Baruch Hu. Er hebt seine Hände nach oben, Richtung Himmel, und er beginnt zu beten. Vayomar Adonai Elohe Israel, en kamocha Elohim, bashamayim imal ve'al haaretz mitachat, shomer haberit ve'achesed, la'avadecha olechim lefanecha bechol libam. HaKadosh Baruch Hu, niemand ist so wie du. Niemand ist so wie du, sowohl hier in der Erde als auch oben im Himmel. Shomer haberit ve'achesed, du hältst deine Wörter, ja, was du sagst. Die Leute, die auf deine Wege gehen. Hier, du hast versprochen, ich werde ein Haus für dich bauen, ich werde ein König sein. Das hast du auch erfüllt. Asher shamat ale avdecha le David avi et asher dibat alo. Ve tadaver beficha uvi adecha mineta kayom azeh. Hine, ich sehe heute, dass du es erfüllt hast. Ve ata Adonai Elohe Israel, shemo le avdecha David avi et asher dibat alo lemor. Lo ikaret lecha ish melefanai, yoshev al kisei Israel. Rak im ishmeru vanecha et darkam lalechet lefanai, kasher alacht lefanai. ועתה אלוהי ישראל יאמן הדבריך שדיברת לעבדך דוד אבי. ביטי השם, וידו שון, דס ארסטה פשפריכן, אפילטה, סטייה, גמחתה, גנאו דזלבי, דס צווייטה פשפריכן, וסטו פשפוכן, נאסט, ביטי דסולצטו אוכמחן, אפילן, וס? ארסטה פשפריכן ואה, איך ועדה קוניג זין, ואיך ועדה אין האוס באוין. אוקיי, הקל, דס אביק שון גמחת. אבל דו אסנוך פשפוכן, זומנים פאטה, ונביא עובדי נביא גן, das Königreich von uns wird für Ewigkeit da sein. Das Königreich kommt von König David. Das wird für Ewigkeit bleiben. Wie der Hashem macht, dass es auch wird. Jetzt redet er über Bet HaMikdash. Ki ha'umnam yeshev Elohim al haaretz. Hine ha'shamayim ushmei ha'shamayim lo yechalkelucha. Af ki ha'bayit hazeh asher baniti. Natürlich sagt Shlomo HaMelech, das alles sagt er, ja, fast bis Ende des Kapitels. Das ist sein Gebet. Kann jetzt
wirklich jetzt dieses Haus, was ich gebaut habe, diese kleine Fläche, kann es wirklich sein, dein Ort, wo du bist? Natürlich nicht. Warum? Weil sogar Himmel, sogar das Himmel vom Himmel, ja, Shamayim und Shmei Shamayim, das ist schon zu klein für dich. Warum? Du bist unendlich. Du hast keinen Platz, du hast keinen fixen Ort, wo du bist. Du bist überall. Umso mehr dieses kleine Haus, was ich gebaut habe. Das bedeutet, dieses Haus, das ist nicht ein Ort, okay, ich weiß, HaKadosh Baruch Hu ist da, ich kann sündigen in meinem Palast. Warum? HaKadosh Baruch Hu, er ist eh schon drinnen. In Bet HaMikdash. Das ist nur ein Symbol natürlich. Nur ein Symbol, hier ist, weil hier der heiligste Ort ist. HaKadosh Baruch Hu hat diesen Ort auserwählt. Ja? Er hat auserwählt, dass dieser Ort ein heiliger Ort ist. Im Buch Kusari ist es geschrieben, wie kann es sein, dass wirklich HaKadosh Baruch Hu etwas, ein Ort auserwählt, nicht nur ein Volk Israel, sondern auch ein Ort. Das ist Rabbi Uda Levi, das ist ein anderes Thema, philosophischer. Ja? Aber da sagt er, dieses Haus natürlich, das ist nur ein Symbol, dass du da bist. Das ist eher ein Symbol für uns. Wenn wir kommen zu diesem Ort, dann weiß ich, okay, HaKadosh Baruch Hu, da ist noch die stärkste Kraft. Ja, wenn ich bete da, das ist sozusagen die Quelle. Weil es hier am heiligsten Ort ist, deswegen jedes Gebet, was ich hier bete, kommt schon sofort zu ihm. Ufanita el tefilat avdecha ve el techinato. Adonai Elohai, lishmoa el arina ve la tefila, asher avdecha mitpale lefanecha yom. Bitte Hashem, bitte hör auf meine Gebete zu. Liot einecha fetuchot el abayt hazeh laila vayom. Bitte deine Augen, natürlich jetzt Metapher, ja, nicht, dass Leute jetzt denken, HaKadosh, hier, HaKadosh Baruch Hu von Tanach, sieht man, er hat Augen. Nur eine Metapher natürlich. Bitte deine Augen sollen geöffnet sein, sowohl Nacht als auch am Tag. Du sollst auf uns sehen. אל המקום אשר אמרת יש שמי שם, לשמוע אל התפילה שהתפלל עבדך אל המקום הזה. Also es ist egal, bitte Hashem, mach so, das ist egal, wann Menschen zu dir kommen. Wann man zu dir betet, in diesem Haus, sollst du immer uns zuhören. Egal ob es jetzt 1 Uhr in der Nacht oder 1 Uhr am Mittag. ושמעת אל תחינת עבדך ועמך ישראל אשר התפללו אל המקום הזה. ואתה תשמע אל מקום שבטך אל השמיים ושמעת וסלחת. Bitte, hör auf unsere Gebete zu, was wir hier in diesem heiligen Ort beten. Und somit wirst du auch unsere Sachen auch verzeihen, unsere Sünden. Jetzt sagt er, was passiert, wenn wir zwischenmenschliche Probleme gemacht haben. Ich erkläre das schon, diese Pasuk schon sofort mit der Erklärung von Rashi. Wenn jemand gesündigt hat mit verbotenen Frauen, ja, ein Ehemann, Gilui Arayot, ונשבו עלה להעל אותו, ובא עלה לפני מזבחך בבית הזה. Was bedeutet das? Wenn eine Frau, Sotava, das bedeutet, wenn eine Frau, ein Ehemann, er hat Verdacht auf seine Frau, dass sie fremd gegangen ist. Er hat zwei Zeugen und er hat Kinui, Stira, er weiß nicht, ob sie gesündigt hat, aber sie war in einem geschlossenen Zimmer mit einer Person. Und es kann sein, dass sie dort mit ihm gesündigt hat. Das weiß der Ehemann nicht. Er hat einen Verdacht. Was macht er? Er bringt sie zur Bet HaMikdash. In Bet HaMikdash, dort macht der Kohen ein Shake. Ja? Jetzt nicht der Shake mit Eiweiß, sondern Wasser, es besteht aus Wasser, aus Erde von Bet HaMikdash, aus etwas Bitteres, Lahana, ja? Also eine Pflanze, die bitter ist. Und man nimmt auch ein Pergament, man schreibt dort einige Psukim, einige Verse von Parashat Sotah. Man mischt das alles zusammen, ganze Tinte von Sota, von Parashat Sota, von Pergament, löst sich auf im Wasser und man mischt es so. Danach sagt man zu ihr, bitteschön, trink. Sie trinkt und passiert, was passiert. Wenn sie gesündigt hat, dann sie fällt runter auf ihre Knien, ihr Bauch wird fett, bis sie platzt dort im Bet HaMikdash. Und auch mit der Person, die mit ihr gesündigt hat, viele fragen das. Warum steht es geschrieben, eine Traktat Masechet Sota? Oder Parashat Sota, nur die Frau, Frau, Frau. Warum ist es so kritisch bei der Frau und nicht so kritisch bei dem Mann? Ah, hier, die Tora sagt, dass auch dass Männer können schon sündigen mit den anderen Frauen. Du kannst das sehen. Natürlich, das ist Blödsinn, ja. Weil auch, erstens, auch der Mann, der gesündigt hat, er bekommt natürlich Strafe oben. Jetzt aber kann derjenige, der fragt und fragen, ja, oben, aber ich möchte auch hier die Strafe sehen. Es gibt auch hier.
In dem Moment, wo die Frau diese Shake getrunken hat, ich nenne es Shake, ja, wo sie es getrunken hat, automatisch, und sie platzt, automatisch platzt auch derjenige, der mit ihm gesündigt hat. Er ist jetzt, egal wo er ist jetzt in Amerika, er ist in Australien, es gibt keinen Kontakt zwischen denen. Aber sie haben gesündigt, er platzt automatisch dort. Er geht jetzt einkaufen, plötzlich, boom, er platzt dort in diesem Einkaufszentrum. Also, wir sehen da, es gibt keinen Unterschied zwischen Mann und Frau bei dieser Sache. Und das sagt Shlomo HaMelech, laut der Erklärung von Rashi. Et asher echtaish le'Reuven, es gibt eine Sünde, zwischenmenschlich, aber mit Mann und Frau. Und nachdem wir geschwört haben, du, wenn du gesündigt hast, du wirst jetzt platzen. Du sollst es auch machen, HaKadosh Baruch Hu. Also wie du geschrieben hast in der Tora, dass wir werden da in Beit HaMikdash kontrollieren die Frau und auch den Mann. Genau dasselbe mache ich, dass es auch wirklich so wird. In meinem Haus, was ich für dich gebaut habe. Aber wenn sie gesündigt haben, diese Mann und Frau, dann sollen sie platzen und die Strafe bekommen. Aber wenn sie nicht gesündigt haben, dann diese Frau, nachdem sie das getrunken hat, nicht nur, dass ihr nichts passiert, sondern sie wird auch, wenn sie keine Kinder hatte, wird sie Kinder bekommen. Wenn sie Mädchen hatte und sie möchte auch Buben, wird sie auch Buben haben. Wenn sie schiere Kinder hatte, schöne Kinder werden sein, kurze Kinder, also kleine Kinder, ja kurz, dann werden sie hoch sein. Das bedeutet, sie wird auch Segen sehen, diese Frau, wenn sie nicht gesündigt hat. Das bedeutet, das ist diese ganze Shake, das ist etwas Mystisches. Das ist nicht jetzt etwas, was, okay, wir haben, ich weiß nicht, haben chemische Substanzen dort gelegt und sie platzt. Das ist etwas Spirituelles, das nur HaKadosh Baruch Hu weiß, ob sie gesündigt hat, ja oder nein. Und das mit HaKadosh Baruch Hu, sagt Shlomo HaMelech, mach es auch in diesem Haus, wie du schon in der Tora gesagt hast. Danach, nächste Kapitel, also nächste Thema von ihm, er sagt jetzt über Kriege. Beinagef amecha Yisrael lifnei oyev asher yechitu lach. ושבו אליך ויודו את שמך ויתפללו ויתחננו אליך בבית הזה. ואתה תשמע השמיים וסלחת לחטאת עמך ישראל ואשבותם אל האדמה שנתת לאבותם. השם, wenn wir חס ושלום in einem Krieg verlieren, warum verlieren wir einen Krieg? Erzählt uns der Tanach, warum verlieren wir? Nicht, weil wir schwach waren, nicht, weil die andere bessere Taktik hatten, nein. אשר יחטאו לך, weil wir gesündigt haben. Weil wir gesündigt haben, das ist der Ergebnis dafür, Resultat davon ist es, dass wir verlieren nachher. Aber wir machen jetzt Chazara Bitschuva, wir sagen, bitte Hashem verzeih uns, dann bitte Hashem hör auf uns zu und bitte, wenn wir hier in diesem Haus beten, sollst du uns retten. Er wird auch am Ende des Kapitels auch noch sagen über Kriege, der Unterschied zwischen diesem Krieg und am Ende des Kapitels, dass dieser Krieg ist in Israel. Wenn dieser Krieg in Israel ist, dann fliehen wir schnell in Beit HaMikdash und dort beten wir. Am Ende des Kapitels werden wir lernen, wenn wir Kriege machen, außerhalb von Israel. Danach nächste Thema. Was passiert, wenn es kein Regen kommt? Wenn es kein Regen kommt, warum Dürre zum Beispiel? Warum wird es eine Dürre sein? Noch einmal diese drei Wörter, weil wir gesündigt haben. ויתפללו אל המקום הזה, והודו את שמך, ומחטאתם ישובון כי תענם. ואתה תשמע השמיים וסלחת לחטאת עבדיך ועמך ישראל, כי תורם את הדרך הטובה שילכו בה, ונתת מטר על ארצך שנתת לעמך לנחלה. Und wenn wir aber eine Tshuva machen und kommen hierher, in Beit HaMikdash, was in Jerusalem gibt, und wir sagen, bitte Hashem, verzeih uns, wir haben gesündigt, bitte Hashem, gib uns Regen, du sollst auf diese Gebete zuhören, Hashem, und gib uns auch Regen nachher. Danach andere Katastrophen. Ra'av ki ba'aretz, wenn es kommt jetzt ein Hungersnot oder Dever, Pest, kiye, oder Shidafon, Yerakon, das sind Krankheiten für Pflanzen, ja, dass sie jetzt nicht gut sind. Arbe chasil, oder bestimmte Heuschrecken, die kommen und fressen unsere Ernte. Also all diese Katastrophen. Ja. Kiye, kiyatzar lo oyevo be'eretz she'arav, oder kommen jetzt auch andere, nicht Juden, zu uns und machen eine Umzingelung rundherum.
Kol nega, kol machala oder jede beliebige Krankheit, Corona und Omikron, ja, all diese Sachen. Kol tefila, kol techina, jede Art von Gebet, asher tihye lechol ha'adam, lechol ha'amecha Israel, jede Menschen, was betet, von jedem Volk Israel, asher yede'un ish nega levavo, ufaras kapav el ha'bayit hazeh. Und jeder weiß jetzt seine eigenen Sünden und er kommt hierher zu diesem Ort und er sagt, bitte Hashem, hilf mir wegen dieser Katastrophen, weil ich gesündigt habe und ich bitte dich um Verzeihung. למען יראוך כל הימים אשר הם חיים על פני האדמה אשר נתת לאבותינו. ביטי השם, hör uns zu, warum? Weil du kennst uns. Du weißt, dass auch wenn wir sündigen, wir werden es noch auch später sehen, jeder sündigt. Jeder von uns sündigt. Bitte Hashem, aber rette uns, wenn wir um Verzeihung bitten. Warum sollst du auf uns zuhören? Weil in dem Moment, wenn du zuhörst, dann wird alle Leute von Am Israel werden sehen, Hashem hat uns Katastrophen gegeben, weil wir gesündigt haben. Und in dem Moment, wo wir gebetet haben, Tshuva gebeten, HaKadosh Baruch Hu hat uns verziehen und sofort diese Katastrophe von uns weggegeben. Das bedeutet, unsere Yirat Shamayim, Gotteswichtigkeit, wird noch steigern. Weil ich kann sehen, Tachles hier, ich sehe, dass HaKadosh Baruch Hu, er macht mir die gute, er nimmt von mir die schlechten Sachen, wenn ich Tshuva bitte. Jetzt werden wir lernen, auch über Goyim, auch wenn nicht Juden beten an HaKadosh Baruch Hu. Extra Gebet für Goyim. וגם אל הנוכרי אשר לא מעמך ישראל הוא. Auch ein Goy, der nicht von Volk Israel ist. ובא מארץ רחוקה למען שמך, der vom weiten Weg gekommen ist, von China oder, ja? Zum Beispiel. כי ישמעון את שמך הגדול, ואת ידך החזקה וזרועך הנטויה, ובא והתפלל אל הבית הזה. Sie kommen hierher, und, weil sie haben gehört, wie du stark und mächtig bist. Und sie beten in diesem Haus. אתה תשמע שמיים מכון שבטך. ועשית ככל אשר יקרא אליך הנוכרי. למען ידיעון כל עמי הארץ את שמך ליראותך כעמך ישראל ולדעת כשמך נקרא לבית הזה אשר בניתי. ביטי השם, hör auf ihre Gebete auch zu. Das bedeutet, auch wenn ein Goy er betet zu dir, ביטי השם, hilf mir das und das und das, sollst du auf ihm hören. Alles, was er dir sagt. Warum? Weil wenn du auf dem Goy zuhörst, dann wird er sehen auch, warte, ich sehe, dass Gott der Juden, er hat mir geholfen. Und so werden sie auch wissen, dass du auch existierst und wir sind das heilige Volk von dir. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Volk Israel und ein Goy bei dem Gebet. In 39. Pasuk steht es geschrieben über das normale, das Volk Israel, Asher teda im levavo. Wenn atata liish kechol darachav, Asher teda im levavo. Aber schau laut ihre Herzen von den Juden. Aber da steht es geschrieben, allgemein mach es denen, kechol asher kreile chanuchi. Der Unterschied ist so. Ein Jude, Hashem, hör auf ihm, auf seine Gebete zu, aber unter der Bedingung, dass es auch gut für diese Person ist. Zum Beispiel, eine Person sagt, bitte Hashem, ich möchte 1 Million Euro haben. Und er ist ein Tzadik, er betet. Und er betet Tshuva, ich mache Chazarabit Tshuva und alles. Bitte Hashem, 1 Million Euro möchte ich hier nächste Woche haben in der Bank. Ja, ist es gut oder nicht? Kommt drauf an. Hashem, mach es nicht sofort, dass er diese 1 Million bekommt. Warum? Auch wenn er viel betet und mit Kavana, nicht einfach so beten, auch mit Kavana und alles, ja? Und um auch seine Sünden auch um Sühne bittet. Wenn es schlecht für diese Person ist, Reichtum zu haben, gib ihm nicht Reichtum. Warum? Es ist schlecht für ihn. Und ich möchte nicht, dass es für uns etwas Schlechtes ist. Du denkst mit deinen materiellen Augen, ja, ich möchte Reichtum haben, ich möchte das haben, ich möchte das, ich möchte mit dieser spezifischen Frau heiraten. Aber wenn du weißt, aber wenn es für dich schlecht ist, diese Sache, dann HaKadosh Baruch Hu wird es dir nicht machen. Warum? Weil das ist am besten für dich. Das ist bei Juden. Bei Goyim ist anders. Alles, was der Goy sagt, mach ihm. Auch wenn es schlecht für ihn ist. Aber warum? Wir lieben noch den Goyim. Ja? Es gibt kein, wenn wir Goy sagen, das ist kein Fluch. Viele nicht denken, ja, wenn wir, die Juden, die Rassisten nennen uns Goyim. Goy, wir heißen auch Goy. Goy, das ist ein Volk. Ja, nur, dass wir sagen, es gibt ein Goy Kadosh und ein andere Goyim. Ja, Nochrim, Goy, das ist andere, nur wie es ist. Volk nur. Aber warum HaKadosh Baruch Hu soll immer auf denen zuhören? Nicht, weil wir schlecht für sie haben möchten. Chas v'shalom. Weil wenn der Goy jetzt erkennt HaKadosh Baruch Hu und er bittet ihm um etwas, ist schon eine gute Sache. Aber
wenn HaKadosh Baruch Hu nicht auf ihm zuhört? Warum nicht? Weil es schlecht für diese Person ist. Was sagt nachher dieser Goy, also der nicht Jude? Ah, genau so wie meine Götzen mir nicht geholfen haben, auch der Gott der Juden konnte mir nicht helfen. Deswegen bitte Hashem, dass wir nachher ein Chilul Hashem sein. Bitte, auch wenn es schlecht für ihn ist, mach es. Warum? Nicht, weil wir sie hassen, weil danach es wird ein Chilul Hashem gegen uns sein. Danach, wenn sie vergleichen dich mit ihren Götzen. Aber der Jude, er versteht, wenn ich etwas nicht bekommen habe, oder zumindest er muss verstehen, ja, wenn ich etwas nicht bekommen habe, das ist am besten für mich. Weiter. Ki yetze amecha la milchama lo yevo. Das ist, was wir gesagt haben, der nächste Thema über den nächsten Krieg. Wenn wir rausgehen von Eretz Israel, um Kriege zu machen, gegen unsere Feinde. Baderech asher tishlachem, wohin du uns bringst. Vitpalelu el Adonai derech ha'ir asher bachartaba ve'abayt asher baniti lishmecha. Jetzt, wir sind jetzt im Ausland, oder das ist auch aktuell für uns, in Wien. Wir können jetzt nicht beten in Bet HaMikdash, oder las Bet HaMikdash, in Jerusalem, in Kotel. Wir können nicht, warum? Ich wohne nicht in Jerusalem. Dann was machen wir? Vitpalelu el Hashem derech ha'ir asher bachartaba. Sie beten Richtung der Stadt und Richtung diese heilige Sache, was du gemacht hast, Richtung dem Tempel und Richtung Jerusalem. Das ist das, was wir machen. Jede Synagoge, jede Bet Knesset, egal wo es ist, das ist Richtung Jerusalem. Und auch denen sollst du zuhören. Auch wenn sie nicht da in Bet HaMikdash sind und da beten, aber sie beten in diese Richtung, sollst du auch auf denen zuhören. Und dass sie es ihre Feinde besiegen. Warum verlieren wir in diese Kriege? Weil wir gesündigt haben natürlich. Warum? Aber er sagt jetzt eine gute Sache über Israel. Eine Sanegoria, ja. Ki en adam asher lo yecheta. Es gibt keinen Mensch in dieser Welt, der nicht sündigt. Auch in der anderen Bücher. Ich denke, das ist im Mishlei. Sagt auch, steht geschrieben im Shlomo HaMelech schreibt. Es gibt keinen Gerechten in dieser Erde, der nur gute Sachen macht und nicht sündigt. Sogar Moshe Rabbeinu, sogar Adam HaRishon hat gesündigt. Der Unterschied ist, erstens, welche Sünde machst du, welche Sünde macht der Tzadik? Zweiter Unterschied ist es, nachdem der Tzadik eine Sünde gemacht hat, er macht eine Tshuva. Aber wir, also die Reshaim, ja, nicht wir, die Reshaim, sie machen keine Sünde, keine Tshuva. Wir alle, wir müssen denken, was sind wir, Tzadikim oder Reshaim? Ich habe geschrieben im Gemara, wir müssen immer schauen, dass wir Benonim sind. Wir sind in der Mitte. Wenn ich eine Sünde mache, bin ich ein Rasha. Wenn ich eine Mitzvah mache, dann bin ich ein Tzadik. Okay, ich habe schon eine Mitzvah gemacht, was bin ich jetzt? Noch immer in der Mitte. Warum? Wir haben davor gesagt, als ob du in der Mitte bist. Wir wollten dir Motivation geben. Aber jetzt bist du wirklich in der Mitte. Ich habe jetzt zweite Mitzvah gemacht, was bin ich jetzt? Oh, das war, es fehlt dir nur zwei Mitzvot, um in der Mitte zu sein. Jetzt bist du in der Mitte. Wenn du immer so denkst, ich bin in der Mitte und jede Mitzwa oder Avera kann jetzt meine Situation, jetzt mein Status ändern, von Tzadik zu Rasha, dann du wirst immer Tzadik sein. Weil du wirst immer aufpassen, gute Sachen zu machen. Und wenn Chas ve-Shalom wegen unserer Sünden, man nimmt uns als Geisel, Chas ve-Shalom, dann und dort in diese, wenn wir dort im Gefängnis bei denen sind, als Geisel. Wir beten dorthin und bitten um Verzeihung Richtung Bet HaMikdash. Bitte Hashem, oder wenn ich nicht weiß, wo Bet HaMikdash ist, zumindest im Gedanke sollst du wissen. Ja, das ist auch, was Talmud Brachot, ich denke Seite 30, du hast es geschrieben. Und auch der Shulchan Aruch hat es so entschieden. Ja, Shulchan Aruch Orachaim hat es auch so entschieden. Wenn du nicht weißt, wohin man betet, wo ist Bet HaMikdash, wo ist Jerusalem, zeichne dir es im Kopf. Ich bete im Gedanke. Ich bete Richtung Jerusalem, Bet HaMikdash und Kodesh HaKodashim. Dann, wenn sie für dich beten, zu dir beten, hör denen zu und nachher wir sollen gewinnen. Und du sollst uns verzeihen all unsere Sünden
und auch Pshaim, falls wir mit Absicht etwas gemacht haben. Aber wir haben um Tshuva gebeten, bitte verzeih uns und danach, wenn wir gewinnen. Ki amecha venachalatecha hem. Und auch ihre Geisel, also die Leute, die sie als Geisel genommen haben, die werden nachher auch mit uns Erbarmen haben. Ki amecha venachalatecha hem, asher rotzeta memitzayim mitoch kura barzel. Weil was könntest du denken, Akadosh Baruch Hu? Du könntest denken, ich möchte Am Israel noch versuchen, dass sie Strafen bekommen, ja, und noch Katastrophen bekommen, damit sie noch reiniger sind. Aber Hashem, das hast du schon gemacht, dieser Reinigungsprozess. Wo hast du es gemacht? In Ägypten, 210 Jahre. Kura Barzel, das ist ein großes Gefäß. Dort schmelze ich Gold, damit ich Gold, Savme Sukkach mache. Pures Gold mache, ohne anderen Sachen, ja, so andere Metallstücke dort. So, pures Gold, das heißt Kura Barzel. Genau dasselbe hat HaKadosh Baruch Hu auch gemacht. Das Volk Israel netto die Glaube an HaKadosh Baruch Hu haben. Wo? In Ägypten. Deswegen, Hashem, mach es nicht jetzt, dass wir, auch jetzt machst du uns diese ganze Sachen, ja, dass wir diese ganze Versuchungen. Bitte hör auf uns immer zu. Warum sollst du auf uns zuhören? Weil du hast uns ausgesondert. Ja, von alle Völker. Wie du es schon selber gesagt hast in der Torah. Das war sein Gebet. Jetzt schauen wir am Ende des Kapitels, so endet der Kapitel. Und ich habe euch versprochen, was hat das mit David und Bathsheba zu tun, werden wir noch sehen. Vayik echalot Shlomo litpalel el Adonai et kol ha-tefila ve-techina hazot. Nachdem Shlomo HaMelech schon fertig war mit seinem Gebet, langes Gebet, das war das erste Gebet von Bet HaMikdash, erste Tat, was man gemacht hat in Bet HaMikdash, das war diese Sache. Gebet von Shlomo HaMelech. Kam mi lifnei mizbach Adonai mikero al birka ve-chapav perusot ha-shamayim. Ist aufgestanden. Natürlich, seine Hände waren noch immer so oben, ja, und er war auf den Knien. Davon lernen wir noch ein Gesetz, was Tachlis alacha lemaase entschieden wurde. Sagt uns Talmud Brachot, wenn ein König erbetet Shmone Esre, wenn wir beten Shmone Esre, wir müssen ab und zu auch uns beugen, stimmt? Baruch Atah Hashem, Elokim Melech HaOlam, ja, am Anfang, Hashem Sefatah Tiftach. Danach Baruch Atah Hashem, Magen Avraham. Wir haben insgesamt fünfmal, also zweimal am Anfang, zweimal am Ende und Oseh Shalom, fünfmal. Der König, er beginnt so, Hashem Sefatai Tiftach, boom. Baruch Adah Hashem gebeugt, bis Ende von Shmone Esre muss so gebeugt sein. Und danach macht er Oseh Shalom, tja, danach hat er Rückschmerzen vielleicht, aber ist alles so fein. Warum? Je höher du bist, du musst wissen, du bist ein Niemand. Weil der König, die höchste Wahrscheinlichkeit, was bei ihm sein wird, dass er wird eine höhere Hochmut haben. Warum? Ich bin der König, ich herrsche auf alles. Deswegen sagt man ihm, hey, beuge dich die ganze Tfila, warum? Du musst wissen, HaKadosh Baruch Hu ist über dich. Das hat Shlomo HaMelech auch gemacht. Dieses ganze Gebet war auf seinen Knien. Vayamod vayvarech et kol keal Israel, kol gadol emor, jetzt segnet er Volk Israel. Baruch Adonai etche natal menucha leamo Israel, kechol asher diber. Sag mir, ob es ähnlich ist, ob es kennt dieses Gebet. Lo nafal davar echad mikol devora tov asher diber, ban Moshe Avdo. יפה מאוד, am Shabbat, wenn wir sagen, am Ende von Sefer Torah. Baruch Hashem, gesegnet ist HaKadosh Baruch Hu, er segnet uns. Gesegnet ist HaKadosh Baruch Hu, der uns gegeben hat ein Ort, Menucha. Ja, Menucha, das ist, dass wir Frieden haben, ohne Kopfschmerzen haben jetzt. Welche Kopfschmerzen? Ohne Kriege von da, von dort. Weil was haben wir gelernt? In der Zeit von Shlomo HaMelech, ich tachat Gafno, wie ich tachat Einato. Jeder war ohne Kopfschmerzen, ohne Kriege von anderen Völkern. Warum? Shlomo HaMelech. Er herrschte über die ganze Welt. Kechol Asher Diber, genau dasselbe hat auch HaKadosh Baruch Hu schon gesagt. Wo hat er es gesagt, Kechol Asher Diber? Im Buch Dvarim. Ve'eniach lachem mikol oivechem misaviv yishavtem betach. HaKadosh Baruch Hu wird euch alle Feinde runtergeben, dass sie nicht eure Feinde sind. Nichts von was du gesagt hast, ist runtergefallen. Jedes Versprechen, was du gesagt hast, hast du erfüllt. Lo nafal davar echad mikol devarah tov asher diber ban Moshe Avdo. Alles, was du schon Moshe Rabbeinu versprochen hast. Hier, wir sehen das jetzt. Wo ist es jetzt? In der Zeit von Shlomo HaMelech. Jetzt. Yehi Adonai Eloheinu imanu, kasher haya im avotenu. Al ya'azvenu ve'al yeteshenu. Bitte Hashem, wie du mit unseren Vorvätern warst, in der Zeit von Ägypten, in der Zeit von der Wüste, du warst mit denen, obwohl sie ab und zu nicht so große Tzadikim waren,
Genau dasselbe sollst du auch mit uns sein. Auch wenn wir, Chas v'Shalom, ein bisschen von guten Weg weggehen, sollst du nie verlassen. Le'atot levavenu elav. Bitte mach unser Herz, neige es zu dir, dass wir, auch wenn wir sündigen, dass unser Herz ist geneigt zu dir, und zwar, dass wir Chazara b'Tshuva machen. Lalechet bechol derachav, velishmo mitzvotav, v'chukav u'mishpatav, v'shel tzevat avotenu, damit wir auch deine Gebote erfüllen. ויהיו דברי אלה אשר התחנתי לפני אדוני קרובים אל אדוני אלוהינו יומם ולילה לעזוב משפט עבדו ומשפט עמו ישראל דבר יום ביומו Und all das, was ich gesagt habe, was hat er gesagt? Diese ganze Gebet. Das lesen wir nicht am Shabbat, ja, diese ganze Gebet. Aber יהיו דברי אלה אשר התחננתי לפני השם, das ist alles, was ich da gesagt habe. Bitte Hashem, das soll näher zu dir sein. יומם ולילה, Tag und Nacht. לעזוב משפט עבדו ומשפט עמו ישראל. Tagtäglich, was wir brauchen, mach es für uns. Warum sollst du uns helfen? Le mandat kol amei haaretz ki Adonai hu Elohim enod. Damit alle Völker wissen, du bist der einzige wahre Gott und niemand ist so wie du. Es gibt keinen anderen Gott, außer du. Ve'aya levavchem shalem im Adonai Eloheinu. Aber ihr, Am Israel, ihr sollt, er sagte zu Am Israel, ja, das. Ihr sollt ein vollständiges Herz haben mit Akadosh Baruch Hu, also schaut nicht jetzt nach andere Völker oder andere Götzen. Lalechet bechuka velishmo mitzvotav kayom azeh. Jetzt, der Kapitel endet so, nachdem er auch jetzt Volk Israel gesegnet hat. Ve'amelech vechol Israel imo, zovechim zevach lifnei Adonai. Sie haben Korbanot gegeben, nachdem er das gesegnet hat. Er und das ganze Volk Israel. Wie viel? Ve'izbach shelomo, et zevach ha-shelamim, asher zavach l'Adonai, bakar, rind, 22.000 an einem Tag. Nicht fertig. Vezon und Schafe, Ziegen, Meave Esrim Alef, 120.000. Also, Vayachnechu et Bet Adonai Amelech vechol Bnei Israel. Und so hat man die Einweihung gemacht von Bet Amigdash. Jeder dort hat geopfert. Und sie haben auch dort geheiligt auch, hier, das werden wir im nächsten Pasuk sehen, das ist was abnormal ist, ja? 142.000 Opfergaben an einem Tag. 142.000. An einem Tag, wie kannst du das machen? Auf diesem Altar, was wir haben, Mizbeach HaNechoshet, das passt niemals. Also das will niemals sein, ja? Auch wenn ich jetzt pro Minute mache einen Korban, wie schaffst du es dort? Deswegen, nächster Pasuk. Bayom ahu kidash ha-melech etoch ha-chatzer ha-shel lifnei bet Adonai, ki asa sham et ha-olah ve-et ha-mincha ve-et chelvei ha-shelamim, ki Mizbeach HaNechoshet, אשר לפני אדוני קטון, מאכיל את העולה ואת המנחה ואת חלבי השלמים. דסווינג עד שלמה המלך, אך דיגנצה עזרה, דיגנצה פלכה דואט גהייליקט, וידי המזבח, דסוויה איברל דואט שלחנו קונן, ודואט איברל די אופפה גם גם קונן. ואום, די המזבח יצאו קליין דפיר. ודואט 42,000 אופפה גם, אנדם טאג. דסיס די, לא די הקלרון כפון רבי יהודה עם תלמוד, יא? יצ? ויעז שלמה בעת ההיא. שאון ויה. דסווה דס ארסטי מל. In der Geschichte, wo das Volk Israel nicht Yom HaKippurim eingehalten haben und gegessen haben und getrunken haben am Yom Kippur. Vayaz Shelomo ba'et ha'i et ha'ag v'chol Yisrael imo kal gadol. Milevo Hamat ad Nachal Mitzrayim. Ganze Volk Israel. Mit Shlomo HaMelech von oben bis unten, ja, also haben gemacht 7 Tage Feiertag. Lifnei Adonai Eloheinu Shivat Yamim. ושיבת ימים ארבע עשר יום. זים תגה ונזים תגה, אינסגזם פייצים תגה. כניך נשמע תמטיק. ואום שייב סוייץ זים תגה, זים תגה, פייצים תגה. לאנטונס דה תלמוד מועד קטן, וביס יט איכוודא, אב יט ודא דן תלמוד מועד קטן, זה תנועין ציטיין. נועין אב. זים תגה, זים תגה, איכלה נדאפון, ולבנה פטס בגונן, די אין ויום בגן אייניך מת זיפטה תשרי. זין, חט, טט, יוד, יוד א', יוד ב', יוד ג'. Ja, wir haben jetzt Yud Gimel bis Yud Alet. Jetzt, das waren die 7 Tage von Chanukat Amikdash. Was gibt es am Yud Alet am Abend? Sukkot. Ja, gibt es. Natürlich, Yom Kippur ist dazwischen. Yom Kippur ist dazwischen, ist der Yud. Yud Alet, Tetvav, Tetzain, also Tetvav, Tetzain, Yudzain, 7 Tage, das ist Sukkot. Warum 7 Tage? Weil ich darf nicht 2 Feiertage vermischen, also zusammen machen. Warum? En me'arvin simcha v'simcha. Ich kann nicht jetzt eine Freude mit einer anderen Freude vermischen. Separat muss ich es machen. Deswegen hat er es separat gemacht. Deswegen teilt uns der Tanach 7 Tage und 7 Tage, insgesamt 14 Tage. Das bedeutet, wie wir schon gesehen haben,
Yud Betishrei, das ist Yom Kippur. Wir haben gegessen und getrunken. Aber wie? Schauen wir noch am Ende. ביום השמיני שילח את העם ויברכו את המלך וילכו לעולם שמחים וטובי לב על כל הטובה שעשה אדוני לדוד עבדו ולישראל עמו. Am 8. Tag, das ist schon am 8. Tag, welcher 8. Tag? Nicht von den 7 Tagen. Von dem 8. Tag von Sukkot, das ist Shmini Atzeret, also der, am 40. Tag. 14. Tag, ja. Also nach 14 Tagen. Shmini Atzeret, er hat Am Israel gesegnet. Ihr könnt schon Arois, ja, wegen jeder nach Hause. Und alle waren Freude, Tove Lev, für die ganze gute Sache, was Hashem gemacht hat für David und Volk Israel. Jetzt einige Erklärungen vom Talmud und damit beenden wir. Mit David und Sheva, mit Yom Kippur. Steht geschrieben, Volk Israel, das war das erste Mal in der Geschichte, wo Volk Israel gegessen haben und getrunken haben und Freude gehabt haben am Yom Kippur. Aber wie? Yom Kippur, das ist von der Torah. Ja? Steht geschrieben, öfter in der Torah, das ist der einzige Feiertag von der Torah, dass wir fasten müssen. Der Rest, das ist von Propheten, was geschrieben steht. Sondern sie haben gelernt Kal Vachomer. Sie haben gelernt von Kal Vachomer, vom Leichten zu Schweren. Sie haben gelernt für die Einweihung von Mishkan mit Moshe Rabbeinu. Was war am 1. Nisan? Ja, wir haben die Einweihung gemacht, am 2. Jahr von Auszug aus Ägypten. In der Einweihung von Mishkan, wir haben dort Korbanot gegeben, auch am Shabbat. Und das war Korban Yachid. Jetzt, Kopf, ja, da haben sie, die Trag so. Korban Yachid war am Mishkan und das war noch am Shabbat. Jetzt Shabbat, das ist so Skila, das ist höchste Strafe, was es gibt. Ja, das darf man nicht. Und trotzdem, Akadosh Baruch Hu war einverstanden damit. Kein Problem. Da, das ist jetzt, das ist Bet HaMikdash. Bet HaMikdash, das ist nicht wie Mishkan. Das ist heiliger Ort. Das ist schon ein heiliger Ort bis Unendlichkeit. Mishkan, das ist heilig, aber nur wo es war. Ja, aber wenn wir es schon zugepackt haben, das ist nicht mehr heilig, dieser Ort. Also das ist schon eine Sache, was besser ist in Bet HaMikdash. Zweite Sache ist, das ist schon Korbanot Zivur. Das ist von das ganze Volk. Und dritte Sache ist, das ist Yom Kippur, das ist nicht Shabbat. Yom Kippur, das ist Karet, die Strafe. Und Karet, das ist noch leichter als Shabbat, als Skila. Deswegen, Leute, wir sehen Leute, die nicht Shabbat einhalten, aber Yom Kippur kommen. Das ist ganz falsch. Warum? Weil Yom Kippur ist noch, das ist auch der stärkste Tag, ja, aber Shabbat ist noch höher als Yom Kippur. Shabbat ist noch höher als Yom Kippur, das können wir sehen von der Strafe her. Jemand, der Shabbat bricht, und mit zwei Zeugen haben das gesehen, die Strafe ist Skila, Steinigung. Das ist die höchste Strafe, was es gibt. Yom Kippur, das ist Karet, Ausrottung, ja, aber das ist auch schlecht und schlimm, aber das ist weniger, ja, als Skila. Deswegen, sie haben gelernt, wie in Mishkan, das war Korban Yachid. Das war Mishkan, nicht ein heiliger Ort für Ewigkeit. Und das war Shabbat, wir haben trotzdem das gemacht. Umso mehr, dass für Bet HaMikdash, für Korbanot Zibur, für das ganze Volk Israel, diese Korbanot, und Yom Kippur, umso mehr darf man es machen. Aber sie hatten Angst. Am Ende, nachdem sie nichts gegessen, also schon gegessen haben und getrunken haben, sie hatten Angst gehabt. Warte, vielleicht war es falsch. Weil wir hatten kein Gesetz, dachte ich in der Torah, ihr dürft essen am Yom Kippur bei so einer Situation. Jeder hatte von denen Angst gehabt. Schlechtes Gewissen sozusagen. Kommt eine Stimme von oben und sagt, habt keine Angst, ihr habt richtig gehandelt. Und ihr werdet sehen, deswegen steht es geschrieben, sie sind nachher weggegangen, smechim v'tove lev, mit Freude, weil sie es gehört haben. Und auch, dass jede Frau wurde schwanger, nachdem die Männer zurückgegangen sind. Jede Frau von denen. Warum? Das war ein Segen von HaKadosh Baruch Hu. Ihr werdet noch sehen, das ist ein Zeichen von mir, dass ich auch einverstanden bin. Aber warte kurz. Wenn du mir gesagt hast, die hatten Kal Vachomer gehabt, dann warum habt ihr ein schlechtes Gewissen? Ihr habt doch Kal Vachomer gemacht, oder? Sagt uns der Talmud, genau das stellt uns der Talmud. Aber sie hatten einen Unterschied gesagt. Es gibt Unterschied zwischen Mishkan und Mikdash. Stimmt, das ist noch höher, als was wir in Mishkan gemacht haben. Aber Mishkan, das haben wir gemacht für die Korbanot, für HaKadosh Baruch Hu. Da, das ist nicht für HaKadosh Baruch Hu, das sind 7 Tage für uns. Wir essen und trinken, wir selber essen und trinken da. Das ist nicht für HaKadosh Baruch Hu nur. Und deswegen, dort ist es nur für HaKadosh Baruch Hu, das ist auch für uns, vielleicht ist es schon ein Unterschied. Deswegen hatten sie das Angst gehabt. Und deswegen ist eine Stimme von oben gekommen und sagte, habt keine Angst, ihr habt richtig gehandelt. Noch eine weitere Frage. Ist nicht
Was ist das Problem? Ihr sollt Freude haben, aber isst und trinkt nicht. En simcha belo achila ushtia. Es gibt keine Freude ohne Essen und Trinken. Deswegen, wir haben gegessen. Okay. Und wir beenden den Kapitel mit, was ich euch versprochen habe am Anfang. Was hat David und Batsheva damit zu tun? Talmud, selbe Seite. Moed Katan, Seite 9. Shlomo HaMelech, als er wollte jetzt die Bundeslade reinbringen, das ist am Anfang des Kapitels. Er wollte die Bundeslade reinbringen nach Kodesh HaKodashim, also die Kohanim. Die Tore von Bet HaMikdash waren gepickt und lassen sie nicht durch. Etwas Spirituelles. Ja, also das bedeutet, man versucht es zu öffnen, geht nicht auf. Eine Kraft hält sie zusammen. Niemand kann es öffnen. Faschlatsch. Das ganze Volk Israel sieht das. Nun, ja, was macht man? Shlomo HaMelech, er beginnt jetzt, deswegen habe ich es am Ende gelassen. Erstens, damit wir wach sind, ja, der lange Kapitel. Und zweitens, weil er gesagt hat, er hat gesagt 24 Arten von Gebete. Es sind wir aber Renanot. Tfila, Rina, Trina, Tzeaka, 24 solche Arten hat er gebetet. Hai, Hashem öffnet ihm die Tore, geht nicht auf. Er sagt, was wir im Psalmen sagen. Seu she'arim rashechem, das ist dafür gemeint. Seu she'arim rashechem v'inaseu petche olam v'avu melech hakavod. Er sagt, bitte die Tore, ihr sollt euch öffnen. Ja, nur die Patru. V'inaseu petche olam. Warum? Damit HaKadosh Baruch Hu kommt. Mize melech hakavod, Asher mizuz v'gibor. Die sind noch immer gepickt. Bis er nachher gesagt hat, und ich zitiere Divrei Yamim. Hashem Elokim, er hat gebetet, letzte Gebet. Al tashef pene meshichecha, zocha lechasde David avadecha. Bitte Hashem, gedenke mein Vater König David. Wie er ein guter Mann zu dir war. Boom, sofort geöffnet. Mag ich schon? Ab diesem Zeitpunkt, das ganze Volk Israel, nicht vergessen, das ganze Volk Israel war dort. Alle Feinde von König David haben schon gewusst, Tachlis, wir haben eine Faschla gemacht. Welche Faschla? König David, er hat nicht gesündigt mit Batsheva. Weil wenn ich sage, bitte mach es für mich, ich bete jetzt 24, mach es für dich. Das ist für dich jetzt, diese Bundeslade, er macht es nicht. Mach es für mich, ich bete jetzt 24 Gebete, öffnet nicht. Psalmen von Vinasu Petre Olam, öffnet nicht. Wenn ich meinen Vater erwähnt habe, König David, plus, boom, sofort geöffnet. Das ist ein Zeichen, dass König David ein Tzaddik war. Und alle Feinde von ihm waren schon beschämt an dem Tag. Keshule Kedera, ja, das sagt unser Talmud, alle waren dort beschämt, rote Farbe haben sie bekommen. Warum? Wie konnten wir König David so kränken und sagen, ja, du hast gesündigt mit Batsheva? Es gab etwas dort, aber nicht, was wir gedacht haben. Und was wir schon genau besprochen haben im Buch Shmuel Bet. Und alle wussten an dem Moment, dass HaKadosh Baruch Hu, er hat verziehen. Zu König David. Also für König David mit der Sache von Batsheva. Und nicht, dass es eine Sünde war mit einer Ehefrau. Das war dieses Kapitel. Baruch Adonai Le'olam. Amen.